mein Lieblingsort. Zu Hause. Also, das ist halt mein Rückzugsort, da wo ich alles ablegen kann und einfach sein kann. Für mich bedeutet Freiheit eigentlich, das tun zu können, was ich liebe. Wenn ich kreativ sein darf und mich irgendwie ausleben darf. Der Mensch zu sein, der ich bin und mich da nicht einschränken zu müssen. Ja, die Bühnen sind die Bretter, die für mich die Welt bedeuten. Da fühle ich mich auch mit am wohlsten und liebe es, einfach auf der Bühne zu stehen. Einer meiner großen Träume ist Tatortkommissarin. Ich träume davon, weiterhin von meinem Beruf leben zu können und Leuten eine schöne Zeit zu geben, auch wenn es nur 2 Stunden sind, in denen sie in dem Theatersaal sitzen oder ein Film, in dem ich mitspielen darf. Das sind so meine Träume. Es gibt so einen schönen Spruch, everything you want lies beyond your biggest fears. Das ist für mich so ein wichtiger Spruch, den ich immer mal wieder versuche, mir vor Augen zu halten, weil meistens ist da, wo man am meisten Angst vor hat, auch einfach die größte Überwindung und die größte Hemmschwelle und das, was danach ist, ist eigentlich die Freiheit. Börja de falla som ett löv, ångra de sig halvvägs. Verwandlades till en gul fjäril och flög sin kurs. Das bedeutet so viel wie, fing an zu fallen wie ein welkes Laub, änderte halbwegs seine Meinung, also auf halbem Weg seine Meinung, verwandelte sich in einen gelben Schmetterling und flog davon. Und das ist immer so ein bisschen das Bild gewesen, was ich für mein Leben habe. Dass ich halt noch in diesem Fall bin und mich aber irgendwann in diesen Schmetterling verwandeln werde. Und gleichzeitig beinhaltet das für mich auch diese Entscheidung, dass es meine Entscheidung ist, ob ich als Laub runterfallen möchte oder ob ich halt als Schmetterling davon fliegen möchte. Und ich möchte definitiv als Schmetterling davon fliegen. Ich freue mich auf die Zukunft.